Ja, herzlich willkommen diese Woche wieder mit René Falkner und ich möchte mit euch heute und mit dem René zusammen ein sehr schönes Thema besprechen, B2B im Videomarketing-Sektor. Und da gibt es, denke ich mal, ganz viele Ansatzpunkte, wo ich halt auch direkt an Unternehmen rankomme, wo ich meine Leistung direkt auch zu Unternehmen hinbringen kann und möchte ja eigentlich als Ziel heute mich selber schlauer machen und natürlich für euch ganz viel Input mitbringen. Und bevor wir einsteigen, René, in den letzten Wochen warst du schon zu Gast bei uns. Trotzdem vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir, für die, die ganz neu einschalten, die dich auch kennenlernen wollen. Ja, mein Name ist René Falkner. Ich bin geboren, fasst man sagen, im Lokalfernsehen Während der und Sendung. wäre das aber nicht, nein, aber habe lange, lange Zeit bei Lokalfernsehen gehabt, liebe das Medium auch immer noch und habe mich seit 2 Jahren auf YouTube und auf Facebook und eigentlich auf Videos im Netz konzentriert. Und produziere Videos und richte Kanäle ein für Unternehmen und mache das eigentlich aus einer Hand. Und bin darüber auch zu euch gekommen, zur HSB Wunderbar. Akademie, zum Kurs Video Marketing und erzähle dann auch da immer, was so die neuesten Trends und die neuesten Erkenntnisse sind. Und auch deshalb haben wir das Thema auf die Agenda genommen. Fragen auch viel immer nach B2B. In Kurs und deshalb sind wir auch beim Podcast drauf gekommen, dass das Thema so wichtig ist, dass wir das auf jeden Fall mal kurz beleuchten könnten in Form einer Ja. lockeren Form. Ja, immer locker bei uns. Ja. Wir sind ja grundentspannt und auch im B2B-Bereich, obwohl das ja ein sehr spannender Bereich ist, sind wir trotzdem entspannt. Und Business to Business heißt, ich gehe direkt an die Unternehmen und Ja. offeriere dort meine Möglichkeiten, die ich habe. Was bei mir immer ein Punkt ist, wo ich sage, das ist etwas, was gerade in Bezug auf Videomarketing mitgegeben werden sollte, sind halt auch so Themen wie Service. Ja, was hat der Unternehmer, der mit mir ein Geschäft macht, eigentlich für einen Vorteil? Ja. Er muss ja immer einen Vorteil haben, ne? Viele gehen immer auf so den Preisvorteil, aber ich denke, gerade durch die Videomöglichkeiten, die wir haben, gibt es natürlich noch ganz viele andere Gebiete, wo ich mich hinbewegen kann, wo ich ihnen echt einen echten Vorteil bieten kann. Und das Schöne an diesem ja, sehr jungen Thema ist ja, meistens haben es meine Mitbewerber gar nicht. Ja, die denken gar nicht so weit. Und für die, die heute hier zuhören und zuschauen, ist natürlich der Punkt, die haben dann echt einen Wissensvorsprung. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel auch eine Produkterläuterung mache, ne, wo ich dem Kunden nochmal nach einem Gespräch etwas zuschicken will, wo ich sage, schau nochmal an auf meine Maschine, ne, was die alles kann, das ist für mich so klassisches B2B im Videomarketing. Ja, Siehst du das auch so? da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Ja, das sehe Ja, ich super. genauso. Habe ich richtig erkannt. Nein, Folge also 1 setzen. wir sind auch schon fertig mit dem Podcast. Nein, überhaupt nicht. Jetzt geht's erstmal Jetzt geht los. es erstmal los. Nein, ganz klar, die Produkterläuterung ist ein wichtiges Thema. Ich fange mal ganz anders an. Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht, in der Regel, bei vielen, vielen Dingen, die hochwertiger sind zumindest. Okay. Nicht unbedingt bei Massenprodukten, aber bei Maschinen und bei anderen Sachen. Das heißt, man kann ein Produkt auch vorstellen. Das heißt, es steht hinter dem Produkt jemand, der auch dieses Produkt herstellt. Und man kann das Produkt natürlich, wie du sagst, erläutern. Ich kann dann ein Video machen, was kann das Produkt, wie sieht es aus, welche Performance hat es und kann das Ganze dann als Video-Link auch in einer E-Mail mit verschicken. Macht es ganz, ganz einfach. Aber Videomarketing, finde ich, kann noch viel, viel mehr für Unternehmen im B2B-Bereich. Jetzt muss ich mal dir ins Wort Du fallen, so darfst immer. quasi. Mir kommt jetzt gerade eine Idee. Wenn ich Ja. jetzt ein Angebot verschicke, Ja. ne, und ich packe das Video mit rein, was mir immer bei Angeboten auffällt, das ist ja immer Text, irgendwie eine PDF, die irgendwo dranhängt. Und dann sage ich mir immer, ja, der hat jetzt hier einen Punkt geschrieben, den verstehe ich gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, was der damit meint. Ne? Muss wichtig sein, ist im Angebot mit drin. Das ist eigentlich für mich ein Ansatz. Auch wirklich vielleicht in so einem Video mal dieses Angebot zu erläutern, so nach dem Motto, lieber Kunde, Punkt 1 ist das und das, Punkt 2 ist das und das, da musst du aufpassen, da könntest du das noch mitmachen. So eine Erläuterung, wo ich mir einfach sage, das finde ich zum Beispiel wichtig, das näher Ja. erläutert zu haben. Da muss ich nicht mal den klassischen Weg machen, dann das Telefon nehmen und sagen, okay, ich habe die Punkte nicht verstanden, weil das in meiner Welt quasi ja wieder ein negativer Aspekt ist. Das heißt, wenn ich bei dem Verkäufer anrufen muss, um mir das Angebot erläutern zu lassen, fühle ich mich schlecht. Und ich als Verkäufer, wenn ich, habe ich das Gefühl, okay, das Angebot ist nicht logisch. Der hat zu viele Fragen.
Ich möchte fast noch weiter gehen und sagen, Nein. nicht nur das Angebot erläutern, sondern ein individuelles Video für den Kunden erstellen. Ja, klar. Sagen, ansprechen. Okay, Hallo, Herr Meier, genau. vielen Dank für Ihre Anfrage bei uns im Genau. Unternehmen und Sie haben oder wir schicken Ihnen dieses Angebot Genau. dazu und dieses Angebot enthält das und das und das. Und ich kann das ja so vorbereiten, dass ich für die einzelnen Angebotspunkte fertige Videos habe, ich aber quasi als Verkäufer wie ein Moderator durch diese Videos führe und auch eine persönliche Ansprache mache. Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand dir ein Video schickt und sagt, Hallo Holger, Hallo ich René. habe jetzt für dich einen neuen Fernseher, der Marke sowieso, der kann das und das und das und das und eigentlich brauchst du den jetzt. Du kannst ganz anders damit umgehen. Du bist auch ein bisschen erschrocken, vielleicht sogar am Anfang. Okay, der spricht mich ja selber direkt so an. Ne, würde ich gut finden, Würde weil ich ich, meine, schau, der ja. hat sich auf mich eingestellt. Und Ne? ich finde es gerade so eine Nische. Nehmen wir mal an, man ist ein Maschinenbauer, man hat relativ viele Kundentermine zur Maschinenerläuterung. Und es gibt so ein paar Kunden, wo man auch sagt: Naja, ob die Reisekosten dieses jetzt rechtfertigen, bin ich mir gar nicht so sicher. Warum nimmt man da nicht ein Video auf und sagt: Hier, das ist das Angebot? Und wenn nicht auf sich aufgrund des Videos dann ergibt, dass der Kunde wirklich noch mehr Interesse hat, dann kann man auch hinfragen. Und ich setze noch einen drauf. Du kannst es Na? machen. Ja, Los, wir mache sind jetzt ich. hier. Du bringst noch in dieses Video Referenzen von anderen Kunden mit rein. Na, dass am Ende des Angebots zum Beispiel sagen, wir haben mit dem Unternehmen schon sehr lange zusammengearbeitet, ist total toll. Also einfach die Referenzen nochmal, das Angebot quasi untermauern, hat für mich als Verkäufer immer einen großen positiven Aspekt. Na, es geht ja immer um Preis am Ende. Ja. Wenn ich sage, ich habe die und die und die Kunden noch, erzeugt das natürlich beim Käufer einen gewissen Druck. Ne? Ja. Sonst hat der Käufer ja manchmal das Gefühl, ja, wenn der meine Leistung jetzt nicht kauft, dann geht es dem schlecht. Also da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben im Preis oder nach unten. Und wenn ich Referenz mit rein, zeige ich ja auch dem Kunden damit hier immer zu, wir freuen uns, wenn du, aber wir haben da auch noch ein paar andere, so Ja. indirekt mit dem Zaunsfeld nochmal eine Idee mitgegeben. Also das ist aber nur eine Kategorie Produkterläuterungen. Eine Angebotserläuterung. Und dann halt Angebotserläuterungen, Referenzen, Produkt, wo die Kunden ja. sagen, wir arbeiten mit denen zusammen, wir haben die und die Maschine gekauft, Service hat super geklappt, war alles total fein. Und das finde ich wäre zum Beispiel für mich ein Aspekt, wo sagen wir, das muss ein guter Kunde sein. Ja, anderer Aspekt kann übrigens noch sein, ich will jetzt kann man schon weitergehen, sonst redet man nur über das So, eine noch einen Thema. draufpacken. Nein, zum Nein. Beispiel Mitarbeitervorstellung Okay. kann ein gutes Thema sein. Viele haben nur Fotos, viele haben Lebenslauf drin von Ansprechpartnern. Warum die nicht einfach mal was sagen lassen? Ne? Dann spricht man das, wenn man verschiedene Fachbereiche vielleicht hat, dann kann jeder was für seinen Fachbereich sagen. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist Stellenanzeigen. Kann man auch, wir haben letztes Mal über Werbung bei YouTube geredet. Man Ja, kann auch auf eine jeden Fall, Stellenanzeige klar. machen und kann sagen, ich suche den Mitarbeiter persönlich, haben wir schon öfters gemacht. Hat auch nicht in allen Fällen, muss man sagen, funktioniert. Das ist wie bei einer Ja. Zeitungsstellenanzeige, funktioniert auch nicht immer. Ich hatte neulich einen Fall von einer Softwarefirma, die haben gewisse Fragen, die sich regelmäßig beim Support anhäufen und die immer wieder kommen. Und dann haben wir gesagt, wir machen dazu noch ein Video. Und dann nicht, dass wir den persönlichen Support abschaffen wollen, dass aber danach im Prinzip der Support-Mensch sagen kann, übrigens, Sie haben die Frage ja schon zwei, dreimal gestellt, muss man vielleicht denjenigen nicht so sagen. Und ich schicke Ihnen jetzt nochmal ein Video nach, wo diese Frage genau erläutert wird und dann können Sie es nochmal in aller Ruhe angucken. Dann habe ich den Vorteil, dass ich vielleicht sogar den Support entlaste. Gut, dann bräuchte ich aber auch eine Struktur dahinter. Also dann wäre es ja sinnvoll, jedes einzelne auftretende Problem in ein Einzelvideo zu machen. Das muss Weil wenn ich mehrere richtig. reinpacke, kriegt ihr das Gefühl nach dem Motto, lieber Kunde, ich gehe davon aus, du hast es eh nicht begriffen. Nein, ganz klar, nur für den einen Ja. Fall. Und das gibt es aber solche Sachen. Und ich habe dann Ja, finde gesagt, ich auch gut. bei der Firma, lass uns die 10 wichtigsten Probleme Ja. nehmen und die, und dann haben wir das unter den Mitarbeitern quasi vom Telefonsupport halt abgefragt, was sind die wichtigsten Probleme und haben die halt als Video dargestellt. Und dann kann man das halt hinschicken, ne? Und kann sagen, hier ist das Ganze erläutert. Und dann kannst du das angucken und das entlastet langfristig den Support für wichtigere Fragen oder für Fragen, wo der Support wirklich wichtig ist, dann, wo er gebraucht wird. Naja, also die Wahrnehmung, das ist ja das Spannende. Ne? Warum Ja. macht man Videomarketing? Ist ja, da gab es auch mal eine schöne Studie, ich glaube von der Uni Köln war es, aber will mich jetzt hier nicht die Hand ins Feuer legen, kann auch eine andere Uni gewesen sein. Und die haben mal analysiert, wie ist die Aufnahme von Informationen aus Videos. Ja. Und da haben sie festgestellt, dass die Aufnahme von Informationen bei 80% liegen. Also 80% können danach noch sagen, worum es da eigentlich wirklich ging. Ja. Das ist beim geschriebenen Text, wenn ich es mir durchlese, wesentlich geringer.
Also gerade denke ich auch bei Informationen, die vielleicht wichtig sind oder die ich noch mit gewissem Nachdruck auch meinem Kunden mitgeben möchte. Das wären zum Beispiel Elemente, die ich in ein Video reinpacken würde, weil ich mir einfach sage, dass die Aufnahme viel, viel höher. Die man auch manchmal über eine Zeichnung gar nicht so schön darstellen kann, wie man eine Maus auf Ja, dem Bildschirm klar. bewegt und wo Sich. man dran draufklickt und so. Das ist auch noch Genau. eine Sache, die ich dann besser, wo ich es besser darstellen kann. Also das sind so Dinge, das hilft dann ungemein und dann kann man auch wirklich den Support und für wichtigere Dinge verwenden. Und das ist so, wo ich sage, ich würde den menschlichen Support nicht abschaffen, aber man kann ihn an bestimmten Punkten entlasten. Ja, ich denke auch gerade so, es wird ja viel auch mit Newsletter im B2B-Bereich gearbeitet. Also gerade auch so ein Newsletter-System stärker mit Videos zu arbeiten. Also einfach Videos auch dafür zu machen für den Newsletter, wo ich einfach ja verschiedene Informationen, Produktneuheiten oder irgendwelche rechtlichen Änderungen im Unternehmen, was mitgeteilt wird, einfach auch dem Kunden mitschicke und mitgebe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er das dann wahrnimmt, höher ist. Als wenn er jetzt nur den geschriebenen Text, wenn er da irgendwie 50 Zeilen hat, da sind die meisten lesen die Überschrift und klicken weiter. Aber wenn ich einen Anreizpunkt zum Beispiel in den Newsletter schaffe und dann halt auch da ein Video reinpacke, das schaut er sich, glaube ich, eher an, als wenn er das jetzt. Und viele nutzen ja auch über die mobilen Endgeräte ihr E-Mail-Fach. Das heißt, es ist auch, ich kann es auch überall mir anschauen. Ne? Also ich muss jetzt nicht irgendwie irgendwo hingehen und das machen, sondern also ich habe es direkt auch wirklich mit zwei, drei Klicks. Bei mir auf dem Handy kannst du mir anschauen und ja, finde ich einfach, die wird oder gibt es mehr Reaktionen drauf und es bleibt länger im Kopf haften. Richtig, also gibt es gar keine Frage. Ja. Ja, wo können wir es noch machen? So, wir hatten jetzt schon ein paar Punkte gesagt: Angebot, Support, E-Mail, Support, Produktvorstellung, ganz klar. Produktvorstellung. Auch natürlich die Fragen, die Referenzkunden kann man auch separat darstellen oder auch im Einsatz bei den Referenzkunden das zeigen, wenn man das möchte. Geht natürlich nicht in allen Fällen. Und dann Mitarbeitervorstellungen haben wir gesagt, das sind alles Dinge, wo es halt um Menschen geht. Und überall, wo es um Genau. Menschen geht, kann man das auch ganz so darstellen. Man kann natürlich sogar auch noch ein Stückchen weitergehen und bestimmte Fragen, halt häufige Fragen zum Produkt zum Beispiel auch von Mitarbeitern beantworten lassen. Häufige Fragen sind A, eine gute Quelle, um vielleicht zusätzlichen Traffic zu generieren. Und häufige Fragen sind auch wichtig, um natürlich diese auch zu beantworten, um dann auch, dass der Kunde schon mal vorgebildeter quasi mit unserem Produkt umgeht. Dann spare ich mir dann auch die Zeit, ja. Mir kommt gerade noch die Idee, das vielleicht auch so eine Online-Hausmesse zu machen. Ne, wo ich einfach sage, da gibt es ja, wir haben auch einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der so Online-Messen macht. Dort geht es jetzt immer auf Kerninformationen hin. Aber ich denke mal, wenn ich statt Kerninformationen Videos nehmen würde, dass ich halt einfach mich reinbewege in das Unternehmen als Businesskunde und sage, okay, mich interessiert die Maschine, jetzt klicke ich mal auf das Video. Und dann steht jemand und erklärt mir die Maschine. Also, Richtig. das heißt, ich muss nicht mehr dahin fahren, Ja. sondern kann das eigentlich weltweit von überall machen. Wenn ich es englischsprachig mache, weltweit kann ich meine Hausmesse offerieren. Also auch der Kunde aus Japan muss jetzt nicht in dem Flieger zu mir chatten. Ich kann ihm Ja. das ankündigen, dass es eine quasi virtuelle Hausmesse gibt und bepflastert die dann halt wirklich mit Videos, dass er sich das in Ruhe anschauen kann, dass er das für und wieder abwägen kann und vielleicht auch, wenn ich es ins Video irgendwie einpasse oder daneben mache, halt einen Button hat für mehr Informationen. Ja. Also gibt noch auch noch einige andere Anwendungsbereiche. Viele große Unternehmen machen inzwischen schon Pressekonferenzen, die sie per Video übertragen oder live übertragen oder aufgezeichnet zur Verfügung stellen, dass man sagt, man will jetzt sogar ein bisschen die Presse umgehen, indem man einfach sagt, ich tue die Pressekonferenz für jeden, der sich dafür interessiert, rein. Eine gute Anwendungsmöglichkeit kann auch sein, eine interne Firmenvorstellung für neue Mitarbeiter. Sonst geht ja auch immer jemand los und sagt halt hier, so kann sich vielleicht derjenige auch nochmal. Man wird ja manchmal, wenn man in ein neues Unternehmen kommt, am ersten Tag völlig erschlagen. Und man möchte aber ja als Unternehmen, ist es ja wichtig, dass die neuen Kollegen sehr schnell integriert sind. Also könnte ich ja sagen, ich mache einfach eine Vorstellung von unserem Unternehmen, von den wichtigen Mitarbeitern, dass jeder, der neu in unser Unternehmen kommt, sich das angucken kann am Anfang. Spart ja auch Zeit, Kraft und jemand kann sich auch nochmal angucken, wenn man einmal durch riesige Gebäude geführt wird, muss man sich das alles merken. Und das ist auch eine schwierige Sache. Und so kann ich das halt leichter darstellen und kann auch die Hemmschwelle vielleicht nehmen. Ja, was mir auch noch von der Idee kommt, ich bekomme ja manchmal, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dann schicken irgendwelche Autohersteller ihre Prospekte. Ne? Die sehen immer super toll aus, aber wie ist es im Alltag, also zumindest bei mir? Ich nehme das Prospekt, so habe
im Büro keine Zeit. Ja. So, was mache ich damit? Ich tue es in den Mülleimer schmeißen. Weil ich sonst müsste ich es in meine Tasche packen, müsste damit nach Hause Ja. gehen und mich irgendwo hinsetzen und das Ding dann aufhalten. Würden die mir ein Video schicken, könnte ich Ja. irgendwo, wo ich gerade Zeit habe, ne, stehe im Stau, gut, darf man vielleicht nicht, also alle, die jetzt irgendwie, ich mache das nie, ich habe nie das Handy am Steuer, und, aber könnt ihr mir zum Beispiel da in Ruhe mir dieses Autovideo anschauen, ne, Ja. wie das da fährt und was ist da, und dann kommt vielleicht noch der Verkäufer rein und sagt, und für Sie haben wir noch irgendwie eine tolle Leasing-Aktion oder eine neue Barzahler-Rabatt in der Größenordnung, wäre für mich einfacher, weil Ja. Prospekt bedeutet für mich Da, Mülleimer. das Problem wird dann sein, bei größeren Autoherstellern zum Beispiel, dass dann die Marketingabteilung gleich wieder mitreden möchte und dann kann man es wieder nicht mehr ganz so individuell gestalten, weil es Ja, den man kann das CI. Grundvideo könnte man aber Aber zum Beispiel machen ein Grundvideo kann man und dann tun. hinten gibt man denen noch die Möglichkeit, noch was hinten dran zu hängen, kann ja die Marketingabteilung vielleicht mit dem Support auch machen, Ja. wo sie dann einfach das hinschicken und dort wird das dann zusammengelötet. Ja. Aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, da würde ich mich drüber freuen, weil das könnte ich mir irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, dann und dann auch wirklich Anschauen. anschauen. Ja. Weil ansonsten, wenn ich dann Zeit habe, denke ich mir, ach, das Prospekt, ach, die haben mir was irgendwie geschickt, und nee, das ist jetzt eh schon geschreddert. Ne? Ja. Und dann ist es auch raus. Und so kann ich es mir vielleicht auch mehrfach anschauen. Du kannst zu dir kommen und sagen, Mensch, René, Schau das auch mal an. Was meinst du guck dir mal dazu? dieses Ja. Auto an. Ja? Guck dir mal, wie toll das innen aussieht. Und also das sind so Punkte, wo ich sage, da würde ich jetzt, liebe Autohersteller, einen Ansatzpunkt. Ne? Also schickt mir bitte eine Mail mit euren Autos, dann wäre das was anderes. Da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen noch. Und ich glaube, wir sind heute überhaupt noch nicht zum Ende gekommen bei den Anwendungen, die man für Videos auch im B2B-Bereich machen kann. Genau. Das ist so weit noch, ja, wie soll ich sagen, noch so weit offen und so auch so wenig genutzt. Und viele getrauen sich auch nicht und machen keine Experimente damit und sagen, oh, wir müssen das alles so Genau. immer. Wer übrigens eine schöne B2B-Seite hat, ist die Metro. Okay. Die ja, sag ich mal, zwar, nee, die sind schon B2B, ganz klar, die haben ja für die Gastronomen, also das ist Aber zwar. bei mir haben die keine Videos. Also ich habe kriegt da auch immer Werbung, das sind immer nur Ja, Prospekte. aber die haben eine gute YouTube, einen guten YouTube-Kanal Also, mit vielen, vielen warum binden die das Dingen. dann nicht in diese Warum Video, binden die in das das, nicht in die ein? Das Newsletter ist ein? die Frage, warum sie das nicht Na? machen, aber das ist zum Beispiel eine Geschichte, Ja. die machen das an sich schon relativ gut, So, B2B. liebe Metro, wenn ihr mir eure Werbung schickt im Newsletter, bitte Video-Verlinkung auf euren YouTube-Kanal. Ja, zum Beispiel. Und dann kann man das immer gleich mit angucken, das Neueste. Der Ja? Mitarbeiter der Woche oder wie auch immer man das dann machen Ist kann. doch mal eigentlich Konzept nicht durchgezogen, oder? Ich mache einen tollen YouTube-Kanal, aber Ja. schicke immer noch meine PDFs an die Kunden. Richtig, richtig. Das ist schade. Also Ja. PDFs kann man ja auch Links Marketingabteilung muss dran einbauen, arbeiten, ne? problemlos eigentlich. Okay. Und dann kann man dann Klar. auch, und dann kann man das dann auch nutzen dafür, um halt bestimmte Themen einfach mal als Video zu erläutern. Und Videos sind ja in der Regel bei der Metro garantiert nicht ganz so günstig Und schau dir mal produziert. an, du würdest dieses Online-Prospekt aufschlagen von der Metro. Ja. Die erste Seite Bilder, wie du es gewohnt bist, auf der zweiten Seite ist ein Video, Ja. was du noch klicken kannst. Ja. Total toll, oder? Ja, Also richtig. würde ich gut finden. Also solche Ja. Sachen, denke ich, Klar. sollte man mehr kommen. Persönliche Begrüßung Ja. kann man ja auch inzwischen eigentlich kein Problem mehr machen. Nee, die haben ja, wenn die Newsletter verteilen, verteilen die, die wissen ja auch, welche Adressen, wo das hingeht, Ja. welches Einzugsgebiet. Hallo Die haben ja Holger. ihre Karten werden Ja. eingescannt, das heißt, die wissen genau, wer kommt in welchem Markt. Ne? Theoretisch gesehen kann man einmal den Namen sprechen. Hallo Holger Erbe, hallo Herr Erbe. Ja, Also das macht es sicherlich ist ein noch ein bisschen bisschen aufwendig, sie aufwendig, haben bestimmt ein paar Kunden aber mehr, die haben ein paar Kunden aber. mehr, aber trotzdem ist das so, das wird schon aber mit der Zeit kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist eine Sache, die jetzt wirklich noch in den Anfängen steht und ich merke das überall. Ich hatte neulich mal geguckt bei Rechtsanwälten, das ist zum Beispiel gar nicht durchgenutzt, fast nicht. Also da Gut, der gibt's ist auch sehr konservativ. Also Rechtsanwälte sind schon etwas konservativer in der Herangehensweise Ja, als ist ja auch Marketing. schon wieder mehr B2C schon Ja, fast, aber egal, ja, und nicht in allen gut, Bereichen, es gibt ja. ja auch Es Kanzleien, die sich auf Unternehmen gibt spezialisiert haben. Kanzleien, aber das ist ja auch so eine Sache, da muss ich ja Vertrauen haben. Also ich finde, die Branchen, wo ich im ersten Schritt noch eins zu eins mit jemandem rede, Ja. da finde ich Video zum Beispiel noch fast unabdingbar. Aber da, wir hatten letztens besprochen, dass es, wo es um Werbung und Videomarketing ging, dass man zum Beispiel, dass es früher bei Dailymotion das gab, dass ich fürs Video bezahle. Ne? Und Ja. wenn ich jetzt mal an deinen Rechtsanwalt denke, denke ich auch an, wir haben ja auch eine große Kanzlei, die uns immer wieder Informationen schickt zu irgendwelchen Infoveranstaltungen. Ja. So, da kostet die Infoveranstaltung manchmal also gratis, manchmal kostet 30 Euro. So, wo ich jetzt auch sage, okay, spannendes Thema, aber Kalender voll.
Wenn die zum Beispiel das Video reinbinden würden, wird es auf so einen Kanal kommen, wo du sagst, okay, wir haben das aufgezeichnet, Ja, dieses Treffen. richtig, ja. So, wenn du es willst, kannst du bei dir abspeichern, kostet 30 Euro, dann kannst du die Informationen holen, wann du Oder ich kann es willst. ja auch Ne? kostenlos geben für meine B2B-Kunden, ne? Für Ja, gute für mich Kunden, ne? natürlich, also Ja, für mich also kostenlos, ne? Volker Beim Renny können kostenlos, wir ja, ruhig bei was mir, nehmen, ja. Nein, ne? also Aber bei mir bitte das kostenlos. Potenzial ist überhaupt nicht ausgeschätzt. Ja. Man macht Vorträge für einen kleinen Kreis, weil man halt zu bestimmten Themen einfach seine Kompetenz zeigen möchte, dann kann ich das auch ins Netz machen. Ein anderer Schritt ist auch für interne Geschichten. Ich habe eine Schulung. Erstens, vielleicht sind die Unternehmen sehr weit auseinander, die Unternehmensteile. Das heißt, ich habe eine Riesenmenge Reisekosten. Ne? Warum nicht mit den Dozenten ausmachen? Innerhalb des Unternehmens dürfen wir diese Schulung auch zeigen. Das ist natürlich, manche Dozenten mögen das nicht, wenn es nach draußen geht. Und dann zeichnet man die Schulung auf. Es ist jemand krank, der kann an der Schulung nicht teilnehmen. Es ist jemand im Urlaub, der kann an der Schulung nicht teilnehmen. Und ist die Filiale in Hamburg will jetzt nicht extra nach Leipzig kommen, wenn da drei Leute nach Leipzig kommen. Was kostet das an Arbeitsausfall? Warum nicht sowas aufzuzeichnen, mit den Dozenten gleich ausmachen? Wir engagieren dich, aber wir wollen das betriebsintern aufzeichnen. Dann kann man sich das auch nochmal wiederholen. Oder für neue Mitarbeiter, die in einem Jahr anfangen, auch sagen, guck dir das bitte das Seminar an. Halte ich zum Beispiel für eine Sache, die sehr wichtig ist. Natürlich, klar, kann ich keine Rückfrage stellen, zumindest nicht so gut. Aber ehe ich jetzt als Filialunternehmen alle Mitarbeiter an einen Ort zusammenkarre, dann kann ich lieber sagen, ich zeichne das auf. Nochmal zum B2B direkt zurück. Ich packe noch einen drauf. Ja. Ne? Wir haben jetzt einen neuen Kurs bei uns, Augmented and Virtual Reality Ja, Manager. ja. Ne? Der erste Kurs überhaupt, den es in Ja, Deutschland zu ja. diesem VRA-Thema Thema gibt. Und wenn ich das zum Beispiel als VR-Video mache, Ja. ne? Gerade ich hatte ja vorhin gesagt, mit so einer Hausmesse, wo ich mir eine Ja. Maschine anschauen kann. Und der braucht bloß sein Handy auf die Brille zu nehmen und kann sich das in 3D anschauen. Ja. Wie geil ist das denn? Und dann erläutert Ne? es noch jemand Ja, was und erklärt noch jemand was und klar. steht noch mit Und da dran. kannst Also du dann gucken, wo ist. ist die Halle? Wie ist das Ja. Unternehmen hier, was das macht? Wie Ja. sieht es dort aus? Richtig. Das ist ein Thema, da hole ich den viel mehr ab. Und wenn der Kunde dann, das ist das Entscheidende, ein anderes Angebot von einem anderen Anbieter kriegt, normal per PDF, per E-Mail zugeschickt, und er hat bei mir das, wofür wird er sich tendenziell entscheiden? Immer für das, wo er mehr Vertrauen hat. Ja. Ja, weil am Ende, klar, gibt es verschiedene Branchen, die sind preisorientiert, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die meisten entscheiden sich nicht nur wegen des Preises. Und das ist auch ein Thema, gerade jetzt, wo es der Wirtschaft gut geht, wo auch der Euro etwas lockerer sitzt, wo ich mich absolut unterscheiden kann und damit natürlich auch den Kunden gewinnen kann, wo vielleicht auch eine langfristige Beziehung rausgeht. Und ich denke, gerade so ein Video zu produzieren ist natürlich teuer, würde der eine oder andere sagen. Ja. Aber wenn ich gerade mal an Maschinenbau denke, was passiert da beim Maschinenbau? Die verkaufen eine Maschine, aber die verkaufen ja nicht nur eine Maschine. Die verkaufen ja für die nächsten 10 Jahre, wo die Maschine läuft, noch ein Servicepaket hinten Richtig. dran. Das heißt, wenn ich dann mal die Kosten hochrechne und dann mal dagegen sehe, wenn ich einen Kunden gewinne aufgrund dessen, das, was ich da gemacht habe, sind das für mich in der Relation keine Kosten. Ja, ist es nicht. Also Ja. gerade zumal die Videoproduktion auch immer günstiger wird. Ja, klar, und selbst das 3D ist, wenn ich es letztens habe ich gesehen, da gab es so ein fahrbares, das konnte steuern übers Handy. Da sind drei Kameras drauf, die Ja. nehmen das im gesamten Rahmen auf. Es ist jetzt kein Hexenwerk mehr. Nein, Also da das muss ist ich nicht kein. irgendwo in Hollywood anrufen, um dass mal da jemand vorbeischaut, Ja. sondern das kann ich heute relativ Günstig produzieren. günstig, ja, günstig, ja, Es kommt günstig. immer darauf an, also Ja, aber ich kann es ist machbar. günstig ist nicht immer so, das muss ich auch sagen, vielleicht Ja. nochmal so zum B2B, vielleicht das fast schon als Schlusswort für unsere Geschichte. Es ist nicht geschenkt, auch wenn das vielleicht der Mitarbeiter machen kann. Man darf die Arbeitszeit nicht bei der Videoproduktion unterschätzen. Das möchte ich noch ausdrücklich sagen. Man muss sich schon bewusst machen, hey, das kostet Zeit. Derjenige muss dafür Zeit haben und darf nicht, was viele Firmen den Fehler machen, das macht es mal der mit. Da sage ich immer, das wird nichts. Ich schule ja auch viele Unternehmen, macht eure Videos selber. Weil wie gesagt, man steckt dann noch besser drin und ich empfehle sogar eher, macht die Videos selber in bestimmten Bereichen. Und eher jemand externes anbot, die ganze Kommunikation mit der Firma und so weiter, und es macht alles Arbeit und kostet alles Zeit und Geld. Selbst das Externe kostet auch Zeit und Geld, weil man ja denjenigen briefen muss, Ja, dass auf es jeden so Fall. richtig ist. Deshalb aber bewusst machen nur, Achtung, das kostet Arbeitszeit, Achtung, das kostet Ressourcen. Kamera kaufen, damit ist es nicht getan. Ja. Das ist wichtig. Darüber reden wir nächste Woche. Technik, Ja. ne? Super Einstieg.
Ich bedanke mich bei euch für eures Zuhören, für euer Zuschauen und möchte für mich als euch mitgeben, geht neue Wege, macht was Neues, probiert aus und nutzt vor allen Dingen das bewegte Bild. Das macht bei euren Kunden einen großen Unterschied und kann dazu führen, dass ihr vielleicht Kunden gewinnt, die ihr sonst nicht gewinnen würdet. Macht das mit dem Angebot, macht das vielleicht auch mit virtuellen Hausmessen, geht einen Schritt weiter, unterscheidet euch von euren Mitwettbewerbern, weil am Ende nicht immer das Geld zählt. Holger, das hast du schön gesagt und damit verabschieden wir Bis uns. Bis nächste Woche dann. zum Thema Technik. Schaut wieder alle zu, sagt euren Bekannten Bescheid, dass auch zuschauen wollen, denn nächste Woche geht es wirklich mal richtig um Technik. Ciao, Ich schöne glaube, Woche.